Die Welt hat sich sehr geändert. In den 2000 Jahren, die vergangen sind, seit Jesus auf unserer Erde lebte, liebe Schwestern und Brüder. Aber manches ist so geblieben, wie es damals und schon vor dem war. Immer noch gibt es Menschen, die durch ihre Gebrechen beim besten Willen nicht leben können wie die Gesunden. Aber so oder so gezwungen sind, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, weil sie keine Versicherung haben, kein garantiertes Grundeinkommen, niemanden, der für sie eintritt, weil sie anderen auch nicht nur eine Last sein wollen, auf der Tasche liegen wollen, sondern etwas beitragen möchten, nicht nur untätig da sitzen. Selbst wenigstens etwas beitragen, nicht ganz unnütz sein. Deshalb werden auch heute, wie in Jericho damals, überall auf der Welt Blinde an die Straße gesetzt. Oder sie gehen und schleppen sich an Orte, wo viele Menschen vorbeikommen und da sitzen. Oder stehen sie dann? Sie halten die Hand auf, mit oder ohne Pappbecher. Manche schauen auf den Boden, weil sie sich zu schämen scheinen. Andere haben ein Schild geschrieben, auf dem steht vielleicht zu lesen: Mein Mund, mein Hund und ich, wir haben Hunger. Manche schauen einen auch schweigend an. Und manche bitten auch mit Worten, leise, bescheiden, aber auch andere zudringlich und laut, damals wie heute. Auf der breiten Straße nicht weit von hier steht oft ein alter Mann. Er hat einen kleinen Tisch neben sich, auf dem er Tiere aus Holz anbietet, die er selbst geschnitzt hat. Und während er dort steht, macht er dies weiter und vor dem Tisch steht ein großes Plakat, auf dem ist zu lesen: Arbeiten ist besser als Betteln. Sehr wohl. Aber dieser alte Mann ist, wenn ich es richtig sehe, auch nicht blind. Blind sind auch nicht die Musikanten, die in vielen südlichen Ländern ausgerechnet, wenn man sich zum Mittag- oder Abendessen gesetzt hat, durch die Restaurants ziehen. Die Menschen, die vom Knirps bis zum Rolex-Imitat unbedingt etwas verkaufen wollen, egal wo sie einen aufstöbern oder wo sie einem über den Weg laufen, in der Weltstadt oder wenn man in der Badehose am Strand liegt. Die Welt hat sich nicht geändert, liebe Schwestern und Brüder. Arme, sagt Christus der Herr damals, Arme habt ihr immer bei euch. Und die Armen möchten nicht nur etwas nach Hause bringen, wenn sie den ganzen Tag an der Straße gesessen oder gestanden haben, sondern sie möchten das Gefühl haben, dazuzugehören. Das ist doch der Wunsch hinter der Bitte des Blinden: Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Geschichte von der Bettlerin, die, wenn ich nicht irre, Rilke, tagelang in Paris beobachtet hat, wie sie da saß und die Hand aufhielt, ohne den Blick zu heben, wenn ihr jemand etwas in die Hand legte. Bis er, der große Dichter, der von Einladung zu Einladung, von Schloss zu Salon wanderte, auf die glorreiche Idee kam und ihr eine Rose in die Hand legte. Da schaute die Frau auf. Sie stand auf, ging weg. Und erst nach ein paar Tagen kehrte sie an ihren Platz zurück. Bis dahin
hatte sie von der Rose gelebt, ja. Liebe Schwestern und Brüder, so sehen das die Dichter. Wie ist es wohl, wenn man blind wird? Nun, als Kinder haben wir einfach die Hände vor die Augen gehalten oder sind in einen fensterlosen Kellerraum gegangen und haben das Licht ausgeknipst. So ist Blindwerden sicher nicht. Und es ist auch nicht so, glaube ich, wie man es hier in Köln in einem Lokal erleben kann. Ich habe davon im Radio gehört, wo man als Event sich das Essen in völliger Finsternis servieren lassen kann. So ein bisschen blinde Kuh für Erwachsene. Ich glaube, für alle, die nicht blind auf die Welt gekommen sind, ist Blindwerden entweder ein Prozess oder ein ganz plötzliches Geschehen. In meinem nahen Umfeld habe ich da in den letzten Jahren 3 Menschen beobachten und begleiten können, wo ich in jedem einzelnen Fall erstaunt war und erstaunt bin, wie sie sich diesem Schicksal gestellt haben und es zu meistern verstanden. 2 dieser 3 waren schon alt. Sie hatten schon gelernt, dass vieles nicht mehr für sie möglich war, was vorher für sie eine Selbstverständlichkeit durch viele glückliche und erfüllte Jahrzehnte gewesen ist. Sie standen schon lange nicht mehr im Beruf und auch der Kreis ihrer sozialen Kontakte war enger geworden. Sie hatten auch gelernt, die Hilfe Dritter anzunehmen und sich auf überschaubare Räume zu beschränken. Wenn ich an diese beiden Menschen denke, sie sind schon tot, da hätte der Außenstehende nicht leicht gemerkt, dass er es mit einem Blinden zu tun hat. So sicher bewegten sie sich in den ihnen vertrauten Räumen. Sie kamen so zurecht, dass es keinem so schnell aufgefallen wäre, dass sie blind sind. Sie partizipierten am Leben der anderen und ganz, ganz selten, ganz, ganz wenig habe ich sie klagen gehört. Aber für sie war es, wie schon gesagt, ein Prozess. Sie waren schon alt und hatten doch noch etwas Zeit, sich darauf einzustellen. Und im Endeffekt, sie konnten sich helfen. Sich helfen und sich helfen lassen kann auch die dritte Person, an die ich in dieser Stunde denke. Einer meiner Freunde, der freilich nicht Zeit hatte, sich daran zu gewöhnen, sondern von einem Augenblick quasi auf den anderen das Augenlicht verlor. Alle Hoffnungen, die ihm die Ärzte anfangs machten, alle Behandlungen, die man an ihm versucht hat, schlugen fehl. Mit der Konsequenz, dass er alle Aufgaben, die er hatte und die ein Großteil seines Lebensinhaltes waren, definitiv nicht mehr wahrnehmen kann. Für ihn und für alle Blinden hoffe ich, dass es ihnen geht wie dem Franzosen Jacques Lusseron, der darüber seine Autobiografie Das wiedergefundene Licht geschrieben hat. Darin berichtet er über sich selbst aus der Distanz von Jahrzehnten, dass er ein glückliches, unbeschwertes Kind war, das im Alter von 8 Jahren nur durch einen Unfall in der Schule von jetzt auf gleich beide Augen verlor. Aber dank der Beherztheit seiner Eltern, dank der Solidarität seiner Nächsten und nicht zuletzt dank des kindlichen Lebensmutes
lernte Le Seron sehr schnell, sich auf diese neue Situation einzustellen und die anderen Sinne, die ihm verblieben waren, das Hören können, das Fühlen können, umso mehr zu nutzen. Die anderen Menschen, so beschreibt er aus der Rückschau, die anderen Menschen schenkten ihm ein zweites Mal das Leben, indem sie ihn eben nicht bejammerten. Ach, du armes Kind, was soll aus dir werden? Indem sie ihn eben nicht für unbrauchbar und unnütz hielten und dazu machten, sondern indem sie ihm halfen, sich zurechtzufinden und im Maß seiner Möglichkeiten mitzuhalten. Für ein Kind, dem man hilft, liebe Schwestern und Brüder, ist das natürlich viel einfacher als für einen erwachsenen Menschen, der je älter er ist, umso schwerer sich damit tun wird und mit seinem Schicksal hadert und leicht daran verzweifelt. Aber dieses Kind, Jacques Le Seron, sagte sich im Alter von 8 Jahren, dass er in dieser Erblindung nicht gefangen war, sondern dass er etwas anderes finden müsste. Ohne Zweifel war er in eine neue Welt eingetreten, aber er verzweifelte darin nicht. Warum? Warum, wenn ich diese Autobiografie glaube? Weil er das Licht wiederfand. Nicht in der Gestalt von früher, das Licht der Augen, sondern als eine innere Wirklichkeit, eine innere Wirklichkeit, die es ihm möglich machte, nicht nur die Schule und die Universität in seiner Heimatstadt Paris erfolgreich zu absolvieren, sondern ein inneres Licht, das ihn geradezu dazu drängte, sich in einer ganz, ganz kritischen Zeit seiner Heimat einer Widerstandsgruppe gegen die nationalsozialistische Besatzung Frankreichs anzuschließen, was dazu führte, dass man sie schnappte und in das Konzentrationslager brachte. Und Le Seron, der Blinde, hat wider alle Erwartung all diese Situationen überlebt. Und nach dem Krieg war er für viele Jahre Professor in Frankreich und in den Vereinigten Staaten. Das Augenlicht, liebe Schwestern und Brüder, kann in manchen Fällen kein Arzt einem Patienten retten. Und kein Arzt und erst recht keiner von uns kann es einem, der es verloren hat, in der alten Gestalt wiedergeben. Aber dazu zu gehören, nicht abgeschrieben und aufgegeben zu sein, das können wir allen Menschen geben, egal ob sie blind, ob sie arm, ob sie gelähmt, ob sie taub, ob sie behindert, ausgestoßen oder alt sind. Dazu zu gehören, das kann jeder von uns anderen Menschen ohne übermäßigen Aufwand vermitteln. Rabuni, mach, dass ich wieder sehen kann.